Jo, was geht ab, Freunde? Und ganz kurz bevor das Video startet, ich habe das Video nicht selber geschnitten. Das Video hat Ryan Duke für mich geschnitten, denn ich habe mich ja entschieden, zwei Videos die Woche zu machen. Und das dritte Video, was die Woche kommt, das hat dann komplett Ryan Duke bearbeitet. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr das Intro hier seht. Dann hat das Ryan Duke geschnitten und bearbeitet und er lädt im Moment zwar selbst noch keine Videos hoch, aber falls ihr jemanden braucht oder falls ihr Hilfe braucht bei Videos, beim Schneiden, bei der Kameraführung, beim Licht, beim Ton und so weiter, Freunde, Ryan Duke studiert das. Das heißt, er kann euch da auf jeden Fall helfen. Das heißt, meldet euch bei ihm einfach direkt. Ich werde ihn verlinken in der Videobeschreibung oder meldet euch bei mir, Freunde, weil ich finde das richtig, richtig fresh. Das war jetzt, wie gesagt, sein erstes YouTube-Video. Das heißt, auch da wird sich die Qualität noch um ein Vielfaches steigern, Freunde, aber ich finde das jetzt schon unnormal lustig. Also, nur, dass ihr Bescheid wisst, das hat Ryan Duke gemacht und ja, jetzt wünsche ich euch mega viel Spaß mit dem Video. Ich fand es richtig geil und ja, bis dann. Tschüss. Jo, was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wieder eine Challenge mit den Jungs am Start, mit Daryl J, Marco, Johnny und Ryan Duke ist hinter der Kamera. Und wir spielen heute Schätzen, Freunde. Schätzen geht folgendermaßen: Ryan Duke sagt zum Beispiel, wie groß ist der Äquator, und wir müssen schätzen. Und der, der am nächsten dran ist, hat gewonnen, der am weitesten weg ist, hat verloren. Wir spielen alle gegen alle. Okay, wir sind fertig. Ich hab eine Stoppuhr am Start. Guck mich mal hier ab. Und stopp! Ja. Seid ihr bereit? Ja, wir sind bereit. Nein, nein. Wie groß ist Dwayne Johnson? Los! Und stopp! Ja, Mann! Ich hab geschrieben 2 Meter und 1 Zentimeter. 1,96. 2,08 Meter. Okay, also hätte ich nicht gedacht. Wir haben einen, der sehr nah dran ist, der perfekt geraten hat. Und zwar Marco mit 1,96. Verdammt, du! Verdammt! 1 Zentimeter, du Bastard! Stabile Geschichte. 1,96, Digga, du kennst ihn gut, ne? Ja, es ist. Ihr seht euch auch jeden Sonntag, ne? Ja, das ist mein Best Buddy, Alter. Samstag schon. Jeden Sonntag nicht. Ganz kurz, wann kommt der Part, wo du dich eigentlich ausziehst? Ja. Yes. Wie viele Tücher sind in einer Packung Tempos? Los! Boah, ich nehm das nie, Digga. Nein, stimmt gar nicht. Okay. Scheiße, ich bin am Arsch. Und stopp! Wie oft wir das geändert haben! 9. Ich hab 11. 8. Ich hab 11 vorher 8. Okay, alles klar. Ich hatte einfach 22 vorher. Sehr nice Arbeit wieder. Ihr beiden mit einem Dun untereinander, und zwar Marco hat wieder recht mit 9. Yes! Was? So, jetzt wird es ein bisschen schwierig, Leute. Nächste Frage, seid ihr bereit? Ja. Also, wie viele Minuten haben 10 Jahre? Boah, ey. Was? Wie viele Minuten 10 Jahre haben? Die Uhr läuft schon, ne? Oh. Ihr habt noch 5 Sekunden. Und stopp, Stifte weg, Stifte weg. Und einmal bitte in die Kamera zeigen. 120.001. 12 Millionen. Ich hab 300 Milliarden. Warte mal, Minuten hast du gesagt, ne? Wie viele Sekunden, oder? Ein Jahr, Digga? Hast du 10 Jahre. 10 Jahre, sag ich doch. Ich hab einfach 12 Millionen gesagt. Schon wieder mal. Okay, alles klar. Frage 4. Wie weit ist Japan von Deutschland entfernt? Auf jeden Fall. In Meter oder Sekunden? Ein Jahr. Könnt ihr aufschreiben, wie ihr wollt. Meter, Kilometer. Japan, Digga. Wahrscheinlich ist es mehr. Ah! Keine Ahnung, ich lasse es. Stifte weg! Das ist einfach so. 1500 Kilometer.
Ich hab 1005 Kilometer. Ich hab 1900. Ich hab 9000 Kilometer. Und du? Over 9. Over 9! Over 9000! Ihr beide habt 9000? Ja. Ich hab du hast abgeguckt. Nee, Bruder, du hast abgeguckt. Okay, das ist hart. Also die richtige Antwort liegt, er heißt tatsächlich 9043 Kilometer. Was? Ihr Wichser. Ja, Digga, das ist jetzt schwierig. Wie machen wir das? Xing Shang Shang, Digga. Ja, mach Xing Shang Shang. Einmal? Einmal? Okay. Oh, wir hören ist nicht. Xing Shang Shang. Fuck! Nein! Da hab ich einmal... Oh, scheiß drauf, Alter, Digga. Alter, das ist so weit, ey. Wie viele Rupien entsprechen 2000 Euro? Oh, was ist Rupien? Das ist Indisch oder so? Das ist Indisch, ne? Wie viele was? Alter. Rupien? Entsprechen 2000 Euro? Ja, 2000 Euro. Stifte weg! Digga, ich hab... was habt ihr? 200.000. 200.000? 20.000. Mhm. Ich hab 1 Million. Ich hab 6 Millionen. Okay. Zeig mal eure Antworten, bitte. 200.000. 1 Million. Oh, also da ist Marco klar. Tatsächlich am nächsten dran. Du Wichser! Die richtige Antwort ist 161.000. Yeah! Was, Junge? Yeah. Digga, du bist öfter mal da, ne? Ja. Ich weiß, wir mir nicht mehr zum Chat einladen. Ich glaube, Markus mit Dwayne Johnson, Digga, öfter mal in die Okay, das nächste wird richtig, richtig hart kompliziert, da müsst ihr zuhören. Das lese ich euch noch zweimal vor, bevor ich mit der Zeit starte. Und zwar, wenn man von einer Weltbevölkerung von 7,2 Milliarden Menschen ausgeht, wie viele Bäume gibt es etwa pro Person auf der Erde? Was? Wenn man von einer Weltbevölkerung von 7,2 Milliarden Menschen ausgeht, wie viele Bäume gibt es pro Person auf der Erde? Habe ich meinen eigenen Baum theoretisch? Einfach nur, wie viele Bäume gibt es pro Person auf der Erde? Weiß ich. Aber es wurde so viel gerodet, Digga. 2 Sekunden. Stopp! Alter, ich so 2 Sekunden, Alter. Okay. Dann dreht mal um. Ich hab 2,1. 0,7. Ich hab 1 zu 5. Ein Mensch auf 5 Bäume. Ja, normal. 5 Bäume pro Dings. Ich hab 20. Ich hab 2,1 oder so. Okay. Also gewonnen hat Johnny mit 20, weil 422 die richtige Antwort ist. Junge, 422? Ja. Wie viele Bäume sind? Da kann man doch ohne noch. So. Brauchen wir ja nochmal das eine oder andere. Soll ich den Zwischenstand einmal raushauen? Nein. Nein. Okay. Das passiert nicht. Ich hau ihn trotzdem raus. 2 Punkte für Isa, 4 Punkte für Marc, 0 Punkte für Maurice, 0 Punkte für Delta. Danke, dass du das nochmal so betont. Hello, darkness, my old friend. Okay, also. Nächste Frage lautet: Wie viele Menschen leben in Europa? Och, Digga. Pipapo? 23.000. Los, das ist 5 Sekunden. Stifte weg! Ich hab. Warte, mach mal. 1 Milliarde. 2 Milliarden. 1 Milliarde. 1,5 Milliarden. Du hast ein M, Digga. Das heißt Milliarde, du Wichser. Ich hab jetzt auch. MRD heißt Milliarde. Du hast jetzt mal einfach als Million. Ja. Du Wichser! Nein. Okay. 1 Million. Okay. 2 Milliarden. Also. So. Der dichteste dran. Haben wir tatsächlich wieder ein Stechen bei 1 Milliarde, weil wir bei 741.400.000 sind. Scheiße. Boah, ich hatte 600 Millionen, wollte ich erscheinen. Komm, bitte. Das entscheidende Xing Shang. Morgens und ich, ne? Ja, man, die Glücklichen. Xing Shang Shang. Xing Shang Shang. Ja! Okay. Zwischenstand, Maurice ist der Einzige mit 0 Punkten. Okay, also, nächste Frage. Wir sind jetzt wieder ein bisschen realistischer. Wie hoch ist die Freiheitsstatue? Hoch. Richtig hoch. Meter. Schreib ich extra rauf. Ich glaub. Und stopp! Ich schreib's nochmal größer nochmal auf. Ich hab dasselbe da oben stehen. Oh. 79 Meter, das habe ich da in klein nochmal stehen. Ja, habe ich gesehen. 212 Meter. 128 Meter. Exakt 142 Meter. Exakt! So, ihr müsst mal einmal kurz in die Kamera halten. Ich muss mal, wie viel hast du? 212? Ja, bin ich hier schon außen vor, was guckst du meins nicht mehr an? Hallo? 142. 142, 128. Und 79. Warte.
69 zu pervers. Da ist tatsächlich Marco mit 79 am nächsten dran, weil die Mittelanzahl 93 Meter. Ich wusste, dass er unter 100 Meter ist. Ey Leute, ganz kurz, wir müssen das Format nochmal drehen. Ich kann hier nicht mit 0 Punkten raus. Nächste Frage, wird sich ein bisschen trickiger. Wie schnell fließt das Blut in unserem Körper? Was? In was für eine Einheit misst man das? Wie ihr wollt. Kilometer, Meter. 3. Also Kilometer 3. Pro Stunde, Meter die Sekunde, was auch immer, Digga. Stopp! Keiner schreibt mehr. Weg. Wer kein, nichts geschrieben hat, ist Pech. Junge, ich hab keine Einheit. Ich hab keine Einheit. Dann sag mir die Einheit gleich. Dreh um und sag mir die Einheit. Ich hab 30 km/h. 0,1 km/h. Okay. 30 km/h. 10 Meter die Sekunde. Was sind das 10 km/h? Digga, ich wollte 10 Meter die Minute sagen. 10 Meter die Minute? Ja. Guck mal, da hat Marco wieder gewonnen mit 0,1. 3,9 entfernt, aber naja. Ja, herzlich willkommen, Marco hat gewonnen, Digga. Normal. Okay, sind wir waren das alle Fragen? Nein. Wie viele kommt noch? Einen noch? Ja. Ja, die hole ich jetzt. Letzte Frage, Peoples. Wie schwer ist eine Nordgiraffe? Was ist das? Eine Giraffe, Digga. Ja, aber dann sag doch Giraffe, Digga. Nordgiraffe. Okay, es gibt ja verschiedene Arten und so, da kann man sich ja nicht festlegen. Genau. Okay, stopp. 637 Kilogramm. 800 okay. Kilogramm. 1,3 Tonnen. Ja, man, das wiegt auch Tonnen, das Ding. 2,47 Tonnen. Zeig her. Die Kamera will das sehen, meine. Ja, so, wir haben einen, für diesen Punkt, einen punktgenauen Gewinn. Und zwar Daryl J. mit 800 Kilo. Alter, Junge. Hä, es gibt auch fette Giraffen, Mann. Die so ja. Sind Rassisten, Alter. Ja, kein Punkt, ne? So, der Endstand, der Endstand für diese Challenge ist, für Schätzen ich werde jetzt einfach so einfügen, Maurice, 10. Daryl J. mit 2 Punkten, Johnny mit 2 Punkten, Marco mit 6 Punkten, Maurice mit 0. Ich war aber oft dicht dran. Ja. Ja, Leute, was geht? Also, ich habe auf jeden Fall das Ding gewonnen heute. Richtig entspannte Session gewesen. Wie gesagt, vergesst nicht, Daryl J auszuchecken, der streamt immer. Wie gesagt, wenn euch PUBG, Call of Duty und LOL interessiert. Und ansonsten würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns bei der nächsten Challenge. Richtig starke Runde. Bis dann und tschüss.